Ja, moin Leute, ich grüße euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute Thema Lenkererhöhung. Und wenn ihr darauf Bock habt und vor allem, wenn ihr wissen wollt, was das hier ist und was es auf sich hat mit diesem Bad Boy, dann sehen wir uns gleich wieder, wie immer. Die Lenkererhöhung. Wie wichtig ist das Ganze? Ich kann euch sagen, bei mir hat das extrem viel ausgemacht. Ich bin seitdem schmerzfrei. Ich hatte Schmerzen im Schulter, im oberen Rückenbereich, bei längeren Etappen. Gerade bei der ersten Fahrt nach Bremerhaven. Zum Bremerhaven sind wir gefahren. Das war die allererste Tour, die ich hatte. Das waren irgendwie 600 Kilometer. Am ersten Tag, als ich das Motorrad abgeholt habe, hatte ich Schmerzen und da wusste ich schon, ich muss was machen. Und man kann die besten Klamotten haben, die beste Sitzbank, egal was, wenn die Sitzposition nicht passt, dann wird man einfach scheitern, dann macht nichts Spaß. Und wenn ich anderen Mopedfahrern hinterherfahre, wenn ich das schon sehe, wenn die so sitzen, so fahren, dann ist das eigentlich schon so ein Indikator dafür, hey, da passt was nicht, der hat Schmerzen. Der hat entweder Handgelenkschmerzen oder die Arme werden taub oder er sitzt halt einfach scheiße, ne? Der muss dann halt einfach schnell fahren, damit der Wind ihn nach hinten drückt, damit er gut sitzt. Und dem kann man entgegenwirken, wenn man ein bisschen Geld ausgibt. Und ja, das ist heute Thema. Ich wurde oft gefragt, musste ich die Leitung verändern, musste ich die Leitungen zum Lenker hin verlängern, musste da irgendwas gemacht werden? Nein, definitiv nicht. Ja, ich habe mich für die Lenkererhöhung der Firma Volk Mototechnik entschieden. Die hat auch gleichzeitig einen Versatz von 21 mm. Das bedeutet, der Lenker kommt auch noch etwas näher an euch ran. Also nicht nur weiter nach oben, sondern auch noch näher zu euch. Und das hat einfach den Vorteil, dass man noch entspannter und noch aufrechter sitzen kann. Man kann dann natürlich noch durch die Neigung vom Lenker die gewünschte Position einstellen und ich habe tatsächlich den Lenker komplett zu mir gebogen, so dass ich komplett aufrecht sitzen kann und das ist einfach nur schön. Das ist ein sehr angenehmes Fahren und ja, so sieht das Ganze aus. Ich zeige euch das mal. Kommt gut verpackt, wie ich finde. Der Preis ist mit knapp 70 Euro sehr gut. Das ganze Paket ist wertig, sehr gut verarbeitet und ja, man kann auch das originale Honda-Emblem weiterhin nutzen. Das dient als Deckel. Das Ganze wird dann geklemmt. Da bitte unbedingt darauf achten, dass ihr das richtige Drehmoment benutzt. Erst die beiden oberen Schrauben klemmen bitte mit 23 Newtonmeter und dann die unteren beiden Schrauben. Ja, kommen wir jetzt zu diesem kleinen Scheißer hier. Der hat garantiert schon dem einen oder. Soll ich jetzt gendern? Nein, mache ich nicht. Der hat garantiert dem einen oder anderen schon den Tag vermiest und einige wissen das bestimmt nicht. Deswegen dieses Video hier eigentlich speziell wegen diesem Scheißding hier. Den kann man lösen. Ich zeige euch das gleich am Moped noch direkt. Und zwar, wenn man das nicht macht, dann ist die Bremsleitung zu kurz. Und das ist dann schon wieder so eine kleine Tür für Firmen, um Kohle zu machen. Dafür gibt es Zubehör, kann man kaufen, zeige ich euch. Und lässt sich super vermarkten, weil man sagt, ey, das brauchst du aber gar nicht. Ich habe es jetzt trotzdem mitbestellt, weil ich gucken wollte, wie viel Platz habe ich tatsächlich, ist es notwendig und muss ich es montieren? Ich musste es nicht. Und wenn ihr dieses kleine Gummiteil von eurer Bremsleitung entfernt, das kann geklebt sein, kann auch relativ fest sitzen, muss man dann einfach abmachen. Wenn ihr das entfernt, dann habt ihr locker 5 cm Platz nach oben wieder und könnt die ganze Bremsleitung dann ja ziehen, verschieben, was auch immer. So, jetzt noch einmal hier
Schön zu sehen, die Lenkererhöhung mit dem originalen Emblem. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Also es gibt die Lenkererhöhung auch ohne Versatz. Und dann hat man aber diese schöne Kappe hier mit dem Emblem nicht mehr. Dann kommt das direkt von Voigt Mototechnik, das gibt es auch. Aber mir hat das halt sehr gut gefallen. Auch mit dem Versatz fand ich das wichtig. Man sieht halt auch, also zum einen geht das halt höher und zum anderen dann halt einfach näher hin ja, zum Fahrer, zu euch dann. Hier an dieser Stelle, also das ist die Bremsleitung, hier an dieser Stelle sieht man, wie viel Platz ich jetzt noch habe. Also obwohl die Erhöhung schon verbaut ist, kann ich hier ganz locker an der Bremsleitung noch hoch und runter ziehen. Ich habe jetzt diese Gummitülle hier für euch abgemacht, um euch das einmal zu zeigen. Und zwar kann man die dann halt einfach, ich mache das jetzt einfach hier damit ihr das besser seht, ne? Die kommt dann natürlich weiter unten wieder dran. Man kann die hier einfach drum machen, dann wieder in die Halterung einfügen. Und das Ganze ist halt frei beweglich. Und wenn man das nicht macht, wenn man diese Gummitülle nicht entfernt, auch wenn die relativ fest sitzt, keine Sorge, da passiert nichts. Ihr könnt die von Bremsschlauch einfach abziehen, die ist oft geklebt oder wenn das Material neu ist, dann frisst sich das so ein bisschen fest. Dann einfach abziehen. Zur Not eine kleine Zange nehmen, vorsichtig abmachen und dann habt ihr das Problem nicht mehr, dass die Bremsleitung zu kurz ist. Was es auch noch gibt, ist eine 3 cm Bremsleitungsverlängerung, also ein Verlängerungsadapter, auch von der Firma Voigt Mototechnik. Den habe ich mir dazu bestellt, weil ich jetzt nicht genau wusste, wird das passen oder nicht. Ich habe ja keine Erfahrung gehabt vorher, deswegen, das war einfach jetzt ja, vorsorglich, ne? Ich brauche es jetzt nicht, ich werde es auch wieder zurückschicken. Aber es gibt dieses Teil und ja, das spart dann auch eine Menge Arbeit, falls die Bremsleitung dann tatsächlich zu kurz ist, hat man hiermit die Möglichkeit, kostengünstig das Ganze zu verlängern, dass es dann doch passt. Aber wie gesagt, braucht man nicht, wenn man das mit der Gummitülle macht, dann muss man dieses Teil nicht mitbestellen. Und das geht dann jetzt auch wieder zurück. Und ja, aber trotzdem, die Voigt Moto Produkte sind wirklich gut. Also das ist auch hier CNC gefräst, macht einen sehr wertigen Eindruck, genauso wie die Lenkererhöhung auch. Und ja, kann ich nur empfehlen, das braucht, kann sich das direkt mitbestellen. Ja, die Lenkererhöhung, die kommt mit ABE, ist also eintragungsfrei. Ihr könnt das Ganze einfach montieren und sorgenfrei losfahren. Ja, somit bin ich auch schon am Ende des Videos. Falls ich was vergessen habe, fragt mich in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Ansonsten wünsche ich euch wie immer gute Fahrt, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis bald. Ciao.